gute Sache. Da müssen wir uns mal unterhalten. So, Prost zusammen. Was gute Sache? Was gute Sache? Da müssen wir uns mal unterhalten. Wie unterhalten? Manchmal passieren schlimme Dinge. Wie geht das mit dem Nightbot? Du musst einfach dein Browser halt öffnen, also dein Firefox, Mozilla, dein Chrome. Achso, jetzt darf ich wieder würfeln. Moment, ich muss mal eben kurz würfeln. Kleinen Moment. Ja! Jawohl. So, die neuen. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Wie er außen rumfährt. So, da haben wir dann die Münchner Straße. Hat die schon jemand? Ich glaube nicht. Nach einem Investor. Wer wird der Glückliche sein? Kostet auch nur 180. Bringt mir bei 3 Häusern schon 550. Bei 2 200. Ich glaube, der Leo hat die, ne? Leo hat schon eine von den Orangen. Ich glaube, ich kaufe die trotzdem. Weil dann habe ich nämlich was gegen ihn in der Hand. Damit muss man ja auch so ein bisschen spielen, weil das geht ja irgendwann los mit dem Verhandeln. Ja, man muss ja irgendwann anbieten, die Karten. Oder die Straßen. So, was wollte ich sagen? Ihr Zug beginnt jetzt. Der Nightbot. Das Nightbot-System funktioniert einfach ganz einfach. Du hast halt den Browser, den du aufmachst bei dir im Rechner. Oder, also Rechner musst du haben. Ein Laptop oder ein PC. Ich habe halt einen Mac da stehen. Da habe ich halt den Browser offen. Sprich Firefox, Internet Explorer, Chrome. Und da machst du halt dein Twitch auf. Deine Profilseite. Also dein, wo halt der Stream läuft. Wo du Play drücken kannst und so. Und da machst du halt nochmal einen Tab offen, wo du halt eingibst www.nightbot.tv und da musst du halt dann dich mit den Twitch-Daten, die du hast bei Twitch, deine Anmeldendaten, musst du dich da anmelden und schon ist der in deinem Twitch Twitch-Stream drin. So, du musst ihn aber halt noch einstellen. Das ist sehr, sehr kompliziert und zeitaufwendig. Das ist am besten, so wie ich das auch gemacht habe, geh einfach mal auf YouTube und gib einfach mal ein Nightbot Erklärung. Ja, da gibt es viele deutsche Erklärungsvideos auf YouTube, die dir da weiterhelfen. Ja. Jemand besitzt dieses Grundstück. Und Sie müssen Miete wie gesagt, da wirst du wahrscheinlich fündig werden. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Sehen wir, was die Zukunft bringt. Nee, lass mal Privatnachricht machen, schick dir Freundschaftsanfrage. Also wie gesagt, das ist einfach zu kompliziert, wenn ich das alles erkläre. Ich kann das sowieso nicht so erklären, kann ich. Ich weiß, ich bin halt eine Quasselstrippe. nein, es ist einfach, es ist zu viel. Also wenn ich es dir erkläre, es ist verdammt viel zu erklären. Geh einfach mal auf YouTube, gib einfach mal ein Nightbot-Erklärung oder Nightbot-Einstellung. Da wirst du fündig, das ist ein Deutscher, der hat das sehr, sehr gut erklärt. Und das habe ich auch gemacht damit. Und das guck dir das an, das ist sehr, sehr hilfreich. Ja. So, Meff ist da. Hi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ey, Flex! Was hörst? Horst am Start? Wie, wer ist denn Horst am Start? Du bist der Horst, der am Start ist? Ja, kein Problem, SAW oder Saw. 1980. Genug Geld, um dieses Grundstück zu kaufen. So, jetzt wird aber hier fleißig gekauft gerade, was ich so sehe. So, da seht ihr auch alles. Der Nightbot schreibt schon wieder. Ne? Findet ihr Reflex gut? Dann besucht ihn auf Facebook oder YouTube. Reflex GER einfach in die Suche eingeben. Ne? Und solche Sachen kann man dann automatisieren, dass er das dann halt automatisiert dann schreibt. Ja? Hi Seppel, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute mit Monopoly, leider nicht im Multiplayer, leider Singleplayer. Geld zu verdienen. Und, weil es leider noch nicht funktioniert online. So, ich darf wieder würfeln, mein Gott. Ich vergesse immer das Draufdrücken, das lange Drücken. So, 7, wo geht's denn jetzt hin? Schauen wir mal. So, die Straße gehört... Möchten Sie dieses Grundstück kaufen? Ja, aber selbstverständlich, weil dann habe ich nämlich schon mal die Museumsstraße. Sehe ich da? Ja! Ja! Du hast eine Farbgruppe. Du kannst jetzt Häuser und Hotels bauen. Nutze L1, um Häuser und Hotels zu bauen oder eine Hypothek abzuzahlen. Nutze L1, um Häuser oder Hotels abzureißen oder eine Hypothek aufzunehmen. Wenn du mehrere Häuser auf ein Grundstück bauen möchtest, müssen alle Grundstücke dieselben Farbe der gleichen Anzahl der Häuser besitzen. So, was kostet mich denn da jetzt?
150 kostet mich da ein Haus. Was bringt mir das denn? Jetzt wird es nämlich interessant. Ich kann nämlich jetzt hier anfangen schon mal zu bauen. Und das Schlimme ist, die roten Straßen sind nämlich die sehr, sehr teuren. Oder einer der sehr, sehr teuren. Ich spiele auch Ego-Shoe auf Ego-Shooter. Ja, mache ich auch. Ja, ich glaube, ich werde mal da... Gut gespielt! Investor-Trophäe habe ich gerade bekommen. Ja, da steht ein Haus. Darf ich denn nochmal eins bauen? Nein, ich glaube nicht, oder? Warum darf ich denn nicht nochmal eins bauen? Sie müssen gleichmäßig bauen, das heißt, es muss auf jeder Straße... Ach so, ach ja, stimmt, das war es ja gewesen. Man muss ja auf jeder Gruppe von der Straße, also von der Farbgruppe, muss ja immer ein Haus stehen. Ah, okay. Gut, dann machen wir Zug beenden, das war's. Erstmal. Aber da steht schon mal ein Haus. Ihr Zug beginnt jetzt. Ich weiß nicht, wie oft ich die Würfel an die Birne bekommen habe. Ja, das finde ich so ein bisschen schade, dass man halt, wie gesagt, das ist das Einzige, was mich halt so ein bisschen stört, dass man halt so ins Bild reinwürfelt. Ja, nicht so wie bei Mario Party, was ich auch sehr, sehr gerne gespielt habe. Dass der Würfel sich so oben dreht, aber man würfelt ja quasi so seine Figuren an gegen die Gegenstände und dadurch wird der Würfel ja ausgebremst. Und das ist gar nicht so nett und ganz, ganz gut. Und das finde ich nicht so toll. Prost zusammen übrigens. Ich muss sagen, wir haben schon die erste Stunde relativ gut umgekriegt. Wir haben schon kurz vor 9. Also ist unglaublich. Ja, 40. Ja, aber da steht das Haus nicht. Aber wir haben schon mal 40 Euro wieder kassiert. Das ist super. Das ist toll. Das heißt, der David war gerade bei uns drauf. So. Ich bin auch der, der die meisten Straßen hat. Wie der Hut am Hüpfen ist. Lalalala. Ja! Jemand besitzt dieses Grundstück. 90 Euro. Ich glaube, die Investition hat sich definitiv gelohnt. Ja, und schon haben wir wieder 327 in der Kasse. Das ist geil. Macht Spaß, auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde ein großer Investor und großer Banker. So, das Schöne daran ist beim Monopoly, bei dem Spiel hier, dass man zum Beispiel auch sagen kann, wisst ihr was, wir beenden das heute, für jetzt, ja, und spielen beim nächsten Mal genau an dieser Stelle weiter, weil das Spiel speichert nämlich auch. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt gleich dran, mache ich einfach Option beenden und das Spiel setzt an dieser Stelle nächste Mal fort, ja. So. Was, ich weiß nicht, wie oft ich die habe von meiner Freundin. Achso, okay. Achso, meinst du das? Geiler Stream und beim Monopoly. Ja, vielen, vielen Dank, wie gesagt, fürs Kompliment. Besuch mich einfach mal auf meinem YouTube-Channel. Reflex GER steht auch unten drin. Oder halt einfach mal Werbung schreiben. Ausrufezeichen Werbung. Zusammengeschrieben. Ausrufezeichen Werbung und dann seht ihr meinen YouTube-Channel. Let's Play Live Show jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. Das ist schon Folge 88 hier. Ja, 88 Folgen Let's Play Live Show jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. Unglaublich. So. Geben Sie nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. 6 Euro. Ich bin nur am Kassieren. Prost. So, ich bin mal gespannt, was wir dann gleich spielen werden nach Monopoly. So, ich bin dran. Ich darf mal wieder. Juhu. Juhu, ich würfel. Das ist das, was ich meine. Ja, so dieses so in den Raum würfeln. Das ist, ich meine, man kann es mögen, aber weiß ich, es hält auch auf. Nein! Sie haben scheinbar noch etwas zu tun. Ich gehe einfach mal in den Knast. Moin, Barakuda, ich grüße dich. Fällt inzwischen. Leider geil. Ja, leider geil. Fällt inzwischen. So, ich würde ja gerne, wie gesagt, so gerne mit euch Monopoly zusammenspielen, wenn ihr das Spiel habt, in Online-Modus. Aber leider funktioniert es ja nicht. Ich hoffe, wir werden natürlich viele, viele Abende noch mit Monopoly verbringen hier in der Let's Play Live-Show. Und natürlich, denke ich mal, dann demnächst dann sowieso Silvester-Gala, dass bis dahin zum Silvester-Stream Monopoly endlich online geht. Und ja, wenn die das Spiel jetzt sehen hier bei mir oder wenn ihr das Spiel jetzt seht und sagt, boah, ey, geil, da habe ich Bock drauf, ja, dann holt's euch. Also ich kann es nur empfehlen, holt's euch auch dies mit der Dings erstellen, mit diesem Spielbrett erstellen. Man kann ja auch
wenn man zum Beispiel mit seiner Familie oder mit Freunden zusammensitzt, an einer Konsole mit einem einzigen Controller spielen. Man gibt einfach den Controller rum, so, du bist dran und schon spielt man mit 6 Mann an einer Konsole. Ja, das ist einfach geil und ich find's, es lohnt sich. Ja, man kann auch das klassische Spielbrett wählen. Man muss nicht dieses digitalisierte Spielbrett wählen, was jetzt hier ist, was so animiert ist. Man kann auch das klassische wählen, aber ich find's für euch jetzt hier, für den Stream, finde ich es unterhaltsamer, das Ganze zu sehen, was sich da alles so bewegt. Ja? Eistonne war cool, Biber. Geil, bist schon abonniert. Ey, dankeschön. Dankeschön. GTF... Was? Coxy? GTF Coxy? Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Warte, Eisdorn war cool, Biber. Achso, auf deinem Channel gesehen. Achso, ja. Du meinst die Eisbucket Challenge? Ich hab schon wieder kassiert, kann das sein? Ich krieg das gar nicht mit hier. Ich bin mich nur mehr mit euch am Unterhalten, als wir am Spielen, weil ich bin ja sowieso immer der Letzte, der am Würfeln ist. Und wenn ich würfel, dann würfel ich eh nur Müll. Und das ist... Oh, schon wieder auf mein Haus. Ja, geil. Schon wieder 90 Euro kassiert. Ja! Das war eine richtig geile Investition, die Museumstraße, glaube ich. Und ich werde jetzt versuchen, glaube ich, das nächste Haus zu bauen, wenn ich dran bin. Aber, das passt jetzt echt super, bin ich ganz ehrlich. Das klingt jetzt ein bisschen komisch für euch, weil ihr nicht wisst, was ich meine. Aber das wird jetzt gleich super passen. Ich möchte euch das gerne auch mal mit dem Knast gleich zeigen, da bin ich halt sowieso gleich drin. Das werde ich euch gleich zeigen, was ich damit meine. 14 Euro! Jawohl! Das ist natürlich super, das ist echt geil, auf jeden Fall. So, er darf nochmal würfeln, weil er einen Pasch hatte. Prost zusammen. Sechs würfelt er. Das heißt, er kommt auf ein Ereignisfeld. Man kann nicht vorhersehen, was alles. Na, was haben wir denn da? Rücke vor bis zur Schlossallee. Oh, der muss da 50. Ah, okay. Aber ich rücke so langsam wieder nach oben mit meiner Kohle. Das ist super. So, wir sind im Knast und ich bin jetzt dran. Hallo Söckchen, ich grüße dich. Moin Opi. Ja, wir haben es 9 Uhr. Das passt genau. Das passt wie die Faust aufs Auge. Wir haben wirklich 9 Uhr. Ja. Punkt genau 9 Uhr machen wir jetzt eine kleine Pause, wie es immer so ist hier in der Let's Play Live Show. Jede Stunde gibt es eine Pause, eine Pipi-Pause, eine Pupu-Pause, eine Trinkhol-Pause, Chips-Hol-Pause, Popcorn-Hol-Pause, whatever, Bier-Hol-Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der Let's Play Live Show. Und dann geht es gleich spannend weiter mit Monopoly. Und ihr solltet es auf keinen Fall verpassen. Also bis gleich. Ja, Pause vorbei. So schnell kann es gehen. Ja, gleichfalls. Alle an Chat. Ja, mach's gut, so. Schön, dass du da gewesen bist. So, ja. Willkommen zurück zu Let's Play Live Show. Ja, zum Monopoly-Stream heute. Erstmal Prost. Gibt ja noch normale Leute. Ja, na, hier bei uns auf jeden Fall. Hi, Andy. Willkommen zur Let's Play Live Show. So, jetzt möchte ich euch einfach mal kurz zeigen, was ich damit meinte, was echt anstrengend ist mit Würfeln. Ja, mit diesem Würfeln hier im Spiel. Es ist, wie gesagt, ein geniales Spiel. Es lohnt sich. Ich bereue diesen Kauf halt nicht. So sieht's aus. Die Musik passt doch gerade so zu Produktplacement, ja, so. Und wenn sie jetzt zuschlagen, kriegen Sie das Video Schwitzen mit Reflex gratis dazu. So, nein, kommen wir wieder zum Thema, was ich euch zeigen wollte. Und zwar, JMD, ich grüße dich. JMD, Flensburg, ich grüße dich. Und zwar mit dem Würfeln. Ihr seht ja jetzt, ich bin jetzt im Gefängnis und könnte jetzt natürlich laut den klassischen Monopoly-Regeln dreimal würfeln, um Pasch zu bekommen. Also versuchen dreimal zu würfeln in jeder Runde. Oder beziehungsweise einmal zu würfeln, insgesamt dreimal das Ganze. Und man würfelt ja ins Bild hinein. So, Problem ist aber, wenn ich jetzt anfange zu würfeln, würfel ich genau aufs Gefängnis zu. Und die Würfel werden sofort gestoppt. Und das finde ich ein bisschen dämlich gelöst, ein bisschen schade. Da hätte man sagen können, okay, komm, lass ihn da ins Feld würfeln da hinten. Aber nein, ich zeige es euch einmal, ja? Los, würfeln Sie! Ja, los, würfeln Sie! Okay, ich würfel!
Ja, also wie soll ich da einen Pasch werfen? Jetzt mal ganz ehrlich, also das ist also... Naja. Ich hoffe mal, dass da irgendwie... Ja, ich möchte den Zug beenden. So. Ja, dass bald auch mal dieser Online-Modus funktioniert, dass man dann mit euch, dass ich da mit euch mal streamen kann. Ja. Was machen Gilz? Was? Gilzer ist in the house? Yeah. Schönen Stern hast du da an der Wand. Ja, danke schön, Söckchen. Das ist so ein beleuchteter. Ich habe aber leider den Stecker. Ich weiß nicht genau, wo ich den Stecker hier reinstecken soll. Hier die Lampe, die ist da jetzt. Die Lampe habe ich übrigens hier stehen. Die vorher immer, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wo ich immer am Rechner gesessen habe und gestreamt habe. Also über meinen Bildschirm, PC-Bildschirm. Über der PlayStation gestreamt habe, habe ich am Hintergrund immer meine Lampe gehabt, meine Papierlampe. Die steht jetzt übrigens hier. Weil da steht jetzt mein Weihnachtsbaum. Also, da. Nee, da. Nee. Ach, ist doch egal. Da steht mein Weihnachtsbaum und da steht meine Lampe. So. Und wie gesagt, ich habe leider keine Steckdose mehr für den gefunden und sie hinhängen am Fenster. Ich habe so viele Steckdosen, habe ich nicht. Ich habe so viel Elektronik. Ja. Ja. Bei Technikfragen, Technikfragen. Das ist übrigens ein ganz toller Werbeslogan von einer großen Elektronik, von einem großen Elektronikfachhandel, den ich jetzt hier nicht namentlich nennen möchte, weil sonst wäre es wieder Schleichwerbung. Und ich kriege schon wieder 10 Euro. Super. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also da habe ich echt gut investiert in die Straßen. Da war vorhin irgendwie eine... da hat irgendjemand von euch geschrieben, irgendeine Straße sollte ich kaufen, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war RW, glaube ich, gewesen. RW2209WE, der, glaube ich, irgendeinen Tipp hatte, welche Straße ich kaufen sollte. Ja, 36 Euro. Dankeschön. Also, das gibt's gar nicht. Die sind nur am Zahlen. Und schon habe ich 507. Ich glaube, ich werde mich gleich mal freikaufen, um mal noch ein paar Straßen vielleicht zu kaufen oder ein paar Häuser zu bauen. Prost zusammen. Ich denke mal, so gegen 22 Uhr, 21:30, 22 Uhr werden wir wahrscheinlich dann... Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, genau. Werde ich dann wahrscheinlich dann was streamen, was anderes streamen. Ich überlasse euch da irgendwie. Schlossallee, meinte er. Ah, Schlossallee. Dankeschön, dass du fleißig aufpasst. Schlossallee war es gewesen. Wo war denn nochmal die Schlossallee? Aber schön, dass ihr so gemeinsam so aufpasst, so unter euch auch. Finde ich toll. Finde ich super. Es ist, davon lebt ja auch die Let's Play Live Show, muss ich ja sagen, ja? Von euch. Und so weit wäre sie auch nicht gekommen ohne euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr seid ja natürlich die Besten, ja? Weil ihr immer fleißig zuguckt. Jedes Wochenende. Ja, auch die Stammzuschauer. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Und da bedanke ich mich auch nochmal für. Auch, wie gesagt, ein HSV-Fan. Ich hoffe natürlich, dass er heute auch auftaucht, weil HSV-Fan ist the biggest fan of Let's Play Live Show. Das muss ich einfach sagen. Und das ist einfach so. Das wird auch, glaube ich, ewig erstmal so bleiben, bis natürlich vielleicht irgendwann mal jemand anders kommt. Denn, ob ihr es glaubt oder nicht, aber HSV-Fan hat mir damals, ja, die PlayStation-Kamera spendiert. Ich bin immer noch total baff von damals. Und immer noch unglaublich überwältigt davon. Also er hat mir die PlayStation-Kamera zugeschickt, weil er sagte, ich mache das so geil ohne Kamera, du brauchst eine Kamera und ich brauche die sowieso nicht. Da hat er sie mir kostenlos zugeschickt, die PS4-Kamera, wohlgemerkt, die kostet 69. Dann hat er mir vor kurzem sogar ein Nintendo GameCube zugeschickt, weil ich einen Retro-Stream machen möchte. Ja. Und, hi Blackzocker, ich grüße dich. So, jetzt kaufe ich mich mal eben frei. Und, das ist echt überwältigend, also... Der Hammer, ja. So. Wie haben Sie das gemacht? Ja, das sag ich dir doch nicht, wie ich das gemacht habe. So, wer ist Stammi? Ja, ich glaube, Söckchen ist schon Stammi, RW ist auch schon Stammi, Lexian ist schon Stammi, Schlossallee ist die Straße voll los. Da bekommt man das meiste Geld. Das stimmt allerdings. Die Frage ist nur, kommen da viele drauf? Das ist ja die Frage. Okay, ich darf nochmal würfeln, weil ich einen Pasch hatte. Jetzt. Nein! Was? Scheiße. Scheint aber schon verkauft. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die ist schon... Ihr passt da besser auf wie ich. Weil ich so ein bisschen auch die Kommentare verfolge. Sie können dieses Grundstück kaufen. Das ist die Lessingstraße, ne?
Die habe ich früher immer sehr, sehr gerne gekauft, auch im klassischen Monopoly, also als Brettspiel. Aber da ich gerade sehe, dass der Aurel und der David die hat, das heißt, ich könnte die quasi zu meinen Gunsten kaufen, weil die wollen die ja sowieso haben. Das heißt, ich könnte jetzt ganz raffiniert einfach sagen, ich kaufe die und verkaufe die für einen überteuerten Preis an die beiden später. Ja? Ich glaube, ich werde mir das aber. Ja, doch, ich kaufe die, komm. Weil dann kann ich mir später, kann ich nämlich richtig schön. Ich bin da so ein Fuchs quasi drin. Ich denke immer so ein bisschen nach, ach, der könnte die Straße ja sowieso später gebrauchen. Ne? So, und das ist natürlich dann auch sehr, sehr interessant. Im Multiplayer dann online ist es sehr, sehr geil dann auch später. Weil da kann man nicht dann sagen, hey, na, du brauchst doch die Straße, ne? Ich glaube, ich kaufe sie dir mal weg. Dann kannst du sie zum überhöhten Preis bei mir abkaufen. Jemand besitzt dieses Grundstück Ja, bereits. wer besitzt Sie das, müssen Miete David? zahlen. Natürlich ich. So. Oh, was ist das denn? Wie lautet Ihr Angebot? Okay. Also, er bietet mir jetzt an, den. Sehe ich das richtig? Ist das der Südbahnhof? Er bietet mir den Südbahnhof an. Da geht's schon los. Er bietet mir den Südbahnhof an. Plus 296. Sehe ich das richtig? Ich empfehle die komplette erste und zweite Reihe zu kaufen. Ah, okay. McCoy, danke. Aber was bedeutet das denn jetzt? Gibt er mir da den Südbahnhof und 296? Aber warum steht da 260 bei mir? Ist es der Wert der Karte? Das verstehe ich jetzt nicht gerade ein wenig. Also bei ihm auf der Seite ist halt Geld und der Bahnhof. So, bei mir ist halt er will halt unbedingt die Lessingstraße haben. Was, weil da ist das Bauen billiger, aber die Leute kommen oft drauf, ja? Wegzocker 20, was? Ja? Also er bietet mir halt den Südbahnhof und 296, aber was bedeutet denn die 260 Euro? Was bedeutet das denn? Ach, 260 Euro ist der Wert meiner Karte wahrscheinlich, oder? Ach, so viel habe ich gezahlt. Ach so. Dankeschön, Black Zocker. Vielen Dank für die, dass du so fleißig da interagierst hier. Dankeschön für die Infos. Okay, gut machen. Also. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also er will ja unbedingt. Schade, man müsste jetzt noch gucken können, welche Straße man selber hat. Ich würde gerne. Hat er denn eine Straße, die ich gut gebrauchen könnte? Ja, die grüne. Ich werde mal eben auf. Da kann ich ein Drecksack sein, bin ich ganz ehrlich. Da kann ich echt eine Mistratte sein. So, und nein, ich würde gerne. Ah, okay. So. Wieso kann ich sie nicht haben? Hallo? Ach so, ich kann nur den Wert ändern. Ach so, die Karte von ihm kann ich nicht wählen, oder wie? Ach so. Okay. Ich glaube, ja, 3. Machen wir mal 3,20. Gucken, was er dazu sagt. Wo Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. War so klar. War so klar. So. Prost zusammen. Los, würfeln Sie. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen, das wisst ihr. So, dann werde ich gleich, glaube ich, denke ich mal. Und wieso habe ich jetzt Geld verloren? Ach so, ich habe gerade Dings bezahlt, das Gefängnis, ne? Kann das sein? Sie sollten bauen. Was grün steht nicht zu verhandeln. Ach so. Würfeln Sie und sehen Ah, wir, was okay. die Zukunft bringt. Ja, ich muss da selber noch so ein bisschen reinkommen, was das Handeln angeht. Da war ich noch nicht selber gewesen. Weil so viel habe ich jetzt Monopoly auch noch nicht gespielt. Das ist jetzt für mich auch erst mal sehr, sehr intensiv jetzt gerade. Mit euch zusammen. Und.
Manchmal passieren schlimme Dinge. Schlaue Investoren geben niemals auf. Schlaue Investoren geben niemals auf. Was für kluge Sprüche im Spiel. Jetzt muss ich mal schauen. Ich bin echt knapp bei Kasse. Ich muss zusehen, dass ich irgendwie jetzt gleich an Geld komme. Dann würfelt er erstmal eine 10. Will er mich verarschen? Wo kommt er denn da hin? Ja, das ist einer der teuersten, die blauen. Manchmal muss man den Preis bezahlen. 50. Schlossallee. Die Schlossallee kostet erstmal 50 Euro. Ihr Zug beginnt jetzt. So, dann schauen wir mal, dass ich jetzt gleich... Also entweder baue ich noch ein Haus. Ich muss mal gucken. Ah, zu Besuch. Naja. Kein schöner Ort für einen Besuch, aber Sie sind sicher. Genau. Kein schöner Ort für einen Besuch, aber Sie sind sicher. Naja, wer hätte das gedacht? So. Oh, aber ich habe einen Patsch gewürfelt. Toll. 2, super. Hat er schon einer? Nee. Das sind die Wasserwerke, ne? Das bringt 5.